Ja, ich denke, wir starten schon einfach. Ja, wenn sich das nochmal füllt, dann passt. Ich habe eh am Anfang ein bisschen Einleitung, 2, 3 Minuten. In der Zwischenzeit füllt sich das vielleicht. Von daher, Sebastian, legen wir los, oder? Auf jeden Fall. Okay, gut. Ich schaue mal, dass ich nicht gemutet bin. Ja, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Mein Name ist Daniel Kutschei. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Room Hero. Wir sind Europas erster, mittlerweile führender digitaler Inneneinrichter für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Was machen wir bei Room Hero den ganzen lieben Tag? Wir maximieren die Mietrenditen unserer Kunden, indem wir ihre Immobilien fit machen für eine neue, sehr attraktive Zielgruppe der Mieter, die wir anbieten möchten. Sei es im Bereich Residential oder Commercial Real Estate. Kurze heutigen Agenda, nachdem ich ein paar Sätze zu uns gesagt habe, damit ihr wisst, wer wir sind, was wir machen, werde ich sehr, sehr schnell an den Sebastian übergeben, der uns hier heute eine tolle Case Study mitgebracht hat. Mehr will ich an der Stelle noch nicht vorwegnehmen. Und am Ende werden wir noch, wenn die Zeit es erlaubt, eine kleine Q&A-Runde einbauen. Also legen wir los. Wer ist Room Hero? Wir sind seit 2014 am Markt, arbeiten mittlerweile mit nahezu allen großen Immobilienunternehmen in Europa zusammen. Zu unseren Kunden gehören sowohl Bestandshalter als auch Projektentwickler, Bauträger, Asset Manager, aber auch zunehmend Konzerne wie Robert Bosch, Credit Suisse, Fraport, um jetzt nur einige zu nennen. Und was machen wir genau? Wir haben eigentlich zwei Hauptgeschäftsfelder. Wie gesagt, richten wir Wohn- und Gewerbeimmobilien ein. Im Bereich Wohnimmobilien richten wir alles ein, was irgendwie mit dem Thema möbliertes Wohnen zu tun hat. Also Studentenapartments, Boardinghäuser, Microapartments, Co-Living. Und im Bereich Commercial Real Estate haben wir uns auf Smart Workspaces spezialisiert. Also alle Gewerbeflächen, die nach neuesten Standards, nach New Work ansetzen und jetzt auch nochmal und eingerichtet werden müssen. Also, wir sind jetzt hier aber auf einer PropTech-Konferenz. Da vielleicht nochmal 2, 3 Sätze dazu, was wir hier eigentlich machen als PropTech. Die Antwort ist, dass wir auch, wenn wir auf den ersten Blick vielleicht ein Einrichter sind, wir in erster Linie ein Technologieunternehmen sind. Das Digitale steckt bei uns jetzt nicht in irgendwelchen fancy Apps, Visualisierungstechnologien und irgendeinem anderen fancy Shit, von dem wir auch einiges haben, sondern vielmehr in einer digitalen, hocheffizienten Abwicklung der gesamten Prozesskette, angefangen mit eigens entwickelten Algorithmen, KI-Elementen, mit deren Hilfe wir bereits vor Umsetzung eines Projekts die Renditepotenziale an einem Standort errechnen, prognostizieren können, gemeinsam mit dem Kunden entwickeln, um überhaupt überprüfen, ob sich ein Standort aufgrund der Nachfrage-Angebotssituation überhaupt ein Standort für eine möblierte Wohnung eignet. Und das zieht sich dann weiter durch über die komplette Customer Journey bis hin zu einer digitalen Übergabe der Objekte. Mit anderen Worten, wir haben irgendwie alles, was im Prozess der Einrichtung sich digitalisieren, automatisieren lässt, logischerweise entsprechend durchdigitalisiert, um einen maximalen Kundennutzen auf der einen Seite und einen ja, maximal optimierten Prozessablauf auf der anderen Seite zu erreichen. Dadurch schaffen wir es am Ende viel schneller, effizienter und am Ende des Tages auch unter einer Total Cost of Ownership-Betrachtung ein Vielfaches günstiger, als alle Wettbewerber im Markt Immobilien einzurichten. Auch ein relevanter Punkt, der in letzter Zeit zunehmend wichtig wird und an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Finanzierung. Wir haben sehr attraktive Finanzierungsoptionen. Man kann die Ausstattung bei uns am Ende des Tages kaufen, aber auch bequem und Cashflow-optimiert leasen. Aber so viel zu uns. Es geht ja heute nicht um uns. Wenn jemand irgendwie ein Projekt hat oder überlegt, was anzukaufen, anzumieten, um es möbliert am Markt zu platzieren und sich noch nicht sicher ist, ob das mit der Immobilie möglich ist, ob die Immobilie sich an dem Standort für eine möblierte Mietung überhaupt eignet, einfach auf uns zukommen. Die Kontaktdaten blenden wir am Ende der Session bei der Q&A ein. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Der Titel des Panels lautet ja: Aus Alt macht Neu, Chancen und Möglichkeiten von Umbau im Bestand, am Beispiel Büroimmobilie oder in anderen Worten, wie kann aus einem hässlichen Entlein ein schöner Schwan werden? Da ich selber kein Fan von theoretischen Präsentationen bin und gerne mit praktischen Beispielen, mit praktischen Use Cases arbeite, habe ich mir einen Gast eingeladen heute, und zwar den Sebastian von Sleeves Up. Sebastian, sag Hallo. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ja, in einem Live-Event würde ich oder würden wir wahrscheinlich jetzt in die Runde fragen, wer von euch sich vorstellen könnte, einen Coworking Space auf 1700 Quadratmeter, ich glaube, so viel waren es, in Gießen aufzumachen. Es gibt zwar auch hier die Möglichkeit, die Hand zu heben bei Zoom, aber ich denke, das Ergebnis wird digital wie analog relativ ähnlich sein. Es werden vermutlich wenige Hände hochgehen. Wir haben so einen Verrückten gefunden mit insgesamt 12 Flächen in knapp einem Jahr.
einer der führenden Anbieter im Coworking Space Marktsegment. Falls der eine oder andere ihn noch nicht kennt, dann ja, wundert mich uns das auch nicht. Sivsap ist eher Hidden Champion. Und im Gegensatz zu WeWork, zu Design Offices, hat sich Sebastian mit seinen Leuten und mit seinem Konzept nicht auf die ganzen überteuerten 1A++-Lagen spezialisiert, sondern eher BC-Lagen. Mit seinen Spaces bist du, glaube ich, an Standorten jetzt mittlerweile in Offenbach, Gießen, Dreieich, Darmstadt, Aachen, Weiterstadt, um jetzt noch einige zu nennen, zu Hause. Wir beide arbeiten jetzt seit einem knappen Jahr zusammen, durften Sebastian auf seiner Reise jetzt mit zum führenden Anbieter in seinem Marktsegment begleiten. Und anhand eines konkreten Use Cases wird Sebastian uns, euch heute präsentieren, wie aus einem wirklich hässlichen Entlein ein besonders schöner und vor allem renditestarker Schwan am Ende irgendwie geworden ist. Sebastian, bevor ich jetzt noch weiter babbel oder irgendwas vorwegnehme, du kennst mich ja, wenn mich niemand irgendwie bremst, tendiere ich dazu, hier endlos zu quatschen. Übergebe ich jetzt einfach an dich, um deinem Terminologie zu bleiben. Krempel die Ärmel hoch, Stage is yours. Wir sind gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und ich schalte mich jetzt mal stumm. Ja, vielen Dank, Daniel. Hallo auch nochmal zusammen in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was erzählen und vorstellen darf, was wir zusammen mit Room Hero mal realisieren durften im letzten Jahr. Und würde dazu mal meinen Bildschirm freigeben und ein paar Folien zeigen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, komm. So. Ich hoffe, das kann jeder gut sehen. Daniel hat mich und uns und die Company natürlich hinreichend vorgestellt, denke ich. Also vielen Dank dafür nochmal für die Intro. Was, glaube ich, nochmal wichtig ist zu betonen, ist tatsächlich, dass wir uns vor allen Dingen auf B-Lagen und teilweise sogar auf C-Lagen konzentrieren mit unserem Ansatz. Auch weil wir vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen bedienen und nicht so sehr die großen Corporates, die sich eben an den teuersten Lagen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München niederlassen wollen, sondern durchaus Kundschaft haben, die dann doch durchaus auch preissensitiv sind, gleichzeitig aber natürlich trotzdem den relativ hohen Anspruch an ihr Office haben, wie das natürlich ein Konzern auch hat. Und angefangen haben wir mit unserem Modell mal 2016, ganz, ganz klein, damals noch unter einer anderen Firmierung, die ersten Erfahrungen gesammelt. Das hat sich dann ja organisch relativ gut entwickelt, bis wir dann 2018 mal die Sleepsup Spaces GmbH als die Entity, wie sie heute besteht, ausgegründet haben. Seitdem, insbesondere über den Lauf des letzten Jahres, haben wir einige Standorte eröffnet. Mit Ende diesen Jahres werden wir dann 12 Standorte aktiv am Markt haben, mit über 11.000 Quadratmeter Fläche, über 1.000 Schreibtischen. Und ja, der Daniel hat ja schon freundlicherweise da so ein paar Standorte mal genannt, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür hat, wo wir eigentlich unterwegs sind. Jetzt aber zu unserem Use Case auch mal. Ende 2018 kam ein befreundeter Unternehmer auf mich zu und hat gesagt, hey, du machst doch irgendwie Coworking Spaces. Und er sucht eine neue Fläche in Gießen, hätte auch eine gefunden, aber für ihn alleine wäre die viel zu groß. Und konkret war das eine ja, nicht sehr schicke alte Postverteilhalle hier in Gießen. Die Lage allerdings war super, direkt am Bahnhof. Also das sieht man hier hoffentlich so ein bisschen auf dem Chart. Wir sitzen quasi auf den Bahngleisen des Gießener Bahnhofs, wo auch ICE und Regionalbahn angebunden sind, 2 Minuten von der Autobahn. Also wirklich sehr gut erschlossen. Dazu Gießen, Universitätsstadt, relativ aktives Gründerwesen auch. Also sehr gute Rahmenbedingungen eigentlich, um ein entsprechendes Konzept zu realisieren. Und ja, dann haben wir uns den Standort mal angeschaut und das Gebäude in Augenschein genommen. So sieht das Ganze aus. Also spricht erstmal nichts dagegen. Und als wir dann aber die Fläche mal betreten haben, haben wir das hier vorgefunden. Also tatsächlich ein Postverteilzentrum, tatsächlich auch im Nutzungszweck des Gebäudes so vermerkt und aufgrund der Beschaffenheit und auch des Nutzungszwecks stand diese Fläche tatsächlich bevor oder zu dem Zeitpunkt, als wir sie uns angeschaut haben, schon über viele Jahre leer, war also nicht zu vermieten.
weil sich eben kein Nutzer gefunden hat, der dieses Ding gerne übernehmen und als Büro nutzen würde oder als Postverteilzentrum. Ja, davon gibt es ja heutzutage dann doch irgendwie nicht mehr ganz so viel oder ganz so viel Bedarf, weshalb die Fläche eben dann lange leer stand. So an sich natürlich erstmal irgendwie eine tolle Gelegenheit, wenn man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Nur wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen mit 40 Mitarbeitern bin, wie eben mein Partner, der auf mich zukam, dann sind 1700 Quadratmeter natürlich eine ganze Ecke zu viel. Also haben wir überlegt, was kann man machen? Würde es sich nicht anbieten, hier in dieser Fläche einen Coworking-Space-Konzept zu realisieren, worin er dann eben als Ankermieter hier einen Teil dieser Halle tatsächlich dann als Office nutzen würde und wir mit Sleeves Up den restlichen Teil kleinteilig, flexibel mit Meetingräumen und Eventfläche dann am Markt platzieren. Also die Idee ist relativ schnell entstanden, hat sich geformt. Dann haben wir also gesagt, wie können wir das machen, wie kann man diese Halle umgestalten. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann natürlich mit Room Hero gesprochen und gesagt, schaut euch mal den Grundriss an, überlegt euch mal, wie man das mit unserem Konzept gestalten und einrichten kann, dass da was Gutes draus wird. Und da ging es eben nicht nur jetzt rein um das Thema Büroeinrichtung, Tische, Stühle, Schreibtischlampe, sondern wirklich um das komplette Paket, weil wir ja hier eine, so sah der Grundriss insgesamt aus, eine riesengroße Halle hatten, die tatsächlich auch noch ein Stück weit umgestaltet werden musste und das ganze Ding musste eben komplett von Grund auf refurbished, neu ausgebaut werden, inklusive so Themen wie Boden, Beleuchtung, Elektrik, Belüftungsanlage, also wirklich ein relativ komplexer Prozess, inklusive natürlich auch des Themas der Umnutzung. Denn wir hatten ja nicht vor, ein Postverteilzentrum zu betreiben, sondern Bürofläche. Wir haben uns dann den Grundriss zusammen angeschaut, überlegt, was kann man machen. Und da kamen wir eben relativ schnell bei einem sehr passenden Konzept raus, mit so einem Community-Bereich in der Mitte, mit Eventbereich. Das sieht man hier. Wir haben hier eine ganz coole Tribüne mit Stage auch. Ein Open Space mit Einzelarbeitsplätzen, ein großer abgetrennter Bereich für unseren Partner. Und dann natürlich mehrere Teambüros in der Größenordnung, 2 bis 10 Arbeitsplätze und dazu natürlich auch die entsprechenden Meetingräume, die benötigt werden. So weit, so gut auf dem Papier. Wie konnten wir das Ganze dann entsprechend realisieren? Haben dann also die entsprechenden Schritte gemacht und da muss man ganz klar sagen, natürlich kann man sich das Ganze auf dem Papier schön ausdenken und wir mit Sleeves Up hatten auch die Möglichkeiten, das ganze Ding später mal, wenn es fertig ist, zu betreiben und eben zu vermarkten. Nur da mussten wir erstmal hinkommen. Denn wir standen ja immer noch in dieser Halle hier. Es war dann eine relativ spannende Reise. Also der Umbau ging dann tatsächlich auch relativ zügig, als wir mal starten konnten. Bevor ich da jetzt so sehr ins Detail gehe, vielleicht mal am besten so ein paar Vorher-Nachher-Bilder, die dann doch irgendwie für sich sprechen, wie wir aus dieser alten, ja, hässlichen Endline-Bestandsimmobilie dann doch was Cooles machen konnten. Hier sehen wir also jetzt den Blick in die Halle rein und so sieht das Ganze heute aus. Wir haben also hier eine Wand eingezogen in der Mitte, um entsprechend den abgetrennten Bereich für den Partner zu schaffen. Hier hinten geht es in den Open Space. Hier vorne haben wir den Eventbereich mit der Tribüne. Und dann sieht man hier am rechten Rand noch entsprechend einen Community-Bereich mit Gelegenheiten zum Plaudern, zum Kaffee trinken, zum Mittagessen, also alles vorhanden. Das ganze Ding aus einem Guss sozusagen bestellt und geliefert von der Firma Room Hero, die uns hier wirklich in dem ganzen Prozess sehr gut begleitet hat und auch dafür gesorgt hat, dass wir dann, als wir endlich loslegen durften mit dem Umbau, auch sehr zügig ans Ziel gekommen sind und hier also dann wirklich einen wunderbaren Standort, mit dem man dann auch arbeiten kann, bekommen haben. Hier nochmal so ein paar weitere Bilder, also die Halle nochmal aus der anderen Ecke sozusagen fotografiert. Hier sieht man jetzt wieder, wie es heute aussieht, Community-Bereich, hinter den Türen sind dann die Meetingräume untergebracht und man sieht also schon allein auch von der Helligkeit, von den Farben her, dass das eigentlich gar nicht mehr miteinander vergleichbar ist, beziehungsweise man meint eigentlich gar nicht, dass man immer noch in der gleichen Halle steht. Also ein innenliegender, relativ toter Raum konnten wir mit Room Hero auch zu einem schicken Besprechungsraum umbauen, der sehr gut funktioniert. Alles da, was man braucht. Und ich glaube, hier
fühlt man sich dann auch zum Mieten relativ wohl, wohler als jedenfalls als in dem Raum, der dort vorher war. Hier mal so ein Blick in so einen typischen Büroraum, wie wir ihn vorgefunden haben. Farblich, also wunderbar, frühe 90er Jahre, würde ich mal sagen. Heute ist zwar nicht der exakt gleiche Raum, aber alle ähnlich gestaltet, sieht das doch aus wie ein modernes Büro. Hier nochmal ein zweites Office, auch mit einem Vorher-Nachher-Bild. Also ich denke, da kann man schon sehen, dass wir sowohl jetzt für so Bereiche wie Gemeinschaftsbereiche, Eventbereiche, aber auch Office, also Teambüros oder auch Meetingräume, hier einen relativ starken und positiven Wandel in dieser Bestandsfläche auch hinbekommen haben. Zum Hintergrund noch so ein paar Punkte. Genau, gleich was zu den Zahlen. Genau, genau. Also nochmal zusammenzufassen zu dem Projekt, die Fläche insgesamt 1700 Quadratmeter. Wir haben insgesamt roundabout 550.000 Euro in den gesamten Umbau und die Möblierung, also inklusive aller technischen Maßnahmen investiert und werden uns bei einer Zielauslastung von 80% bei ungefähr 27.000 Euro Mieteinnahmen einpendeln. Das sind 15,88 Euro auf den Quadratmeter. Zum Vergleich, was die Fläche sozusagen leer und warm kostet, sind das 8,05 Euro, also nahezu eine Verdopplung hier bei dem Ertrag auf den Quadratmeter. Von der Idee bis zur Eröffnung hat es ungefähr ein Jahr gedauert, wobei die meiste Zeit davon tatsächlich relativ wenig passiert ist, außer Papierkram und Vorbereitung. Und ja, genau, die Fläche ist im Januar diesen Jahres dann offiziell an den Start in die Vermarktung gegangen, beziehungsweise sind die ersten Kunden eingezogen. Und seitdem fühlt sie sich also von Monat zu Monat trotz Corona relativ stabil. Und wir sind jetzt aktuell bei etwas über 60% Auslastung, werden mit unserer Pipeline gegen Ende des Jahres dann uns im Ziel eingeschwungen haben. Was also typisch ist für unsere Projekte, dass wir in der Regel so im Schnitt nach 12 Monaten hier in der Zielauslastung auch sind. Genau. Was haben wir gelernt? Also erstmal Lage, der Markt, B-Lagen, unser Konzept, die Größe, das ganze Paket relativ rund funktioniert sehr gut. Das haben wir beispielsweise auch schon mal sehr ähnlich in Hannover realisiert, jetzt gerade auch nochmal in Aachen. Das sind so Ecken, wo wir besonders gerne schauen und wo die Gelegenheit besonders groß ist. Besonders viele Vorteile hat man, wenn man so ein Partnermodell hat mit einem Ankermieter und idealerweise noch einem Eigentümer auf der anderen Seite, der so ein Projekt auch wohlwollend unterstützt. Man muss natürlich aufpassen, das haben wir auch hier gelernt, dass Risiken besonders darin schlummern, wenn man beispielsweise von Behörden abhängig ist oder in so besonders alten Bestandsobjekten gewisse technische Gegebenheiten unklar sind. Da sollte man vorher sich eben tatsächlich gut informieren. Und muss man wirklich sagen, ohne Room Hero hätten wir das wahrscheinlich nicht hinbekommen, so rund das Projekt zu realisieren. Genau. Insgesamt kann man eigentlich sagen, dass für diese Fläche das Betreibermodell, wie wir es jetzt machen, eigentlich eine sehr große Chance ist, insbesondere für dynamische Zeiten, weil ich glaube, gerade in so B-Lagen ist es schwer, für eine Fläche von 1500 bis 2000 Quadratmetern langfristig noch Nutzer zu finden, die insbesondere auch noch diesen Akt aufnehmen wollen, das ganze Ding aufwendig zu revitalisieren, sodass man hier also sehr schön zeigen konnte, dass wir eigentlich eine tote Fläche sowohl über unser Konzept, also der Flexibilität und Service, professionelle Aufmachung, aber auch mit dem ganzen Design und Refurbishment, kleinteilige Vermietung und auch so ein Mixkonzept aus Event, Meetings, Offices, hier dem Ganzen eine neue Perspektive für die Zukunft geben konnten. Ich sehe, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich würde die Möglichkeit geben, falls jemand eine Frage stellen möchte, gerne über die Chat-Funktion einfach mal reinstellen. Ich hätte direkt mal 1-2 Fragen auch an dich, Sebastian, weil das hört sich natürlich alles so, so super an, einfach so durchmarschiert. Aber wie war jetzt tatsächlich die Reise? Wie war die Kommunikation mit Eigentümer? Ich glaube, das Gebäude befand sich in Zeit der Anmietung auch irgendwie im Verkaufsprozess. Das heißt, ihr musstet da, glaube ich, richtig rumhusteln und hattet da irgendwie 2-3 Eigentümer, mit denen ihr verhandeln musstet. Vielleicht kannst du so ein bisschen auf den Genehmigungsprozess, kam euch die Stadt ja entgegen, haben die euch irgendwie Steine in den Weg gelegt. Vielleicht kannst du da nochmal 2-3 Sätze zu sagen. Ja, also das Gebäude hatte eigentlich mehrere Herausforderungen. Tatsächlich war zu dem Zeitpunkt, als wir uns das angeguckt haben, das mitten im Verkaufsprozess.
weshalb wir eigentlich immer parallel mit zwei Eigentümern sozusagen, also Alt- und Neueigentümern, sprechen und verhandeln mussten, die untereinander sich auch abstimmen mussten bei so Themen wie Mietvertragsgestaltung. Aber vor allem wurde es dann spannend, als es darum geht, wirklich im Gebäude sich mal konkret anzuschauen, wo ist was, wie funktioniert die Lüftungsanlage, wo ist die Verteilung, wie sieht es aus mit Internetanschluss, wo ist da was? Da wusste nämlich keiner so wirklich gut Bescheid. Und achso, du hast genau die Slide, perfekt. Und dementsprechend, ja, war das tatsächlich dann doch relativ mühsam. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp oder so ein Wunsch natürlich von jemandem wie uns oder auch Room Hero. Es ist immer super, wenn man auf Eigentümer trifft, die ihre Objekte auch sehr gut kennen, sowohl auch auf technischer Ebene. Das würde dann oder kann vieles im Vorfeld doch beschleunigen. Und die andere Herausforderung war tatsächlich die Umnutzung vom Postverteilzentrum zu unserem Coworking Space, also Bürokonzept, was natürlich auch keine ganz kleine Herausforderung war, weil natürlich so Themen wie Brandschutz, Lüftung etc. erstmal aufwendig geprüft werden mussten und dann auch relativ aufwendig in Teilen neu hergestellt werden mussten. Also das sind jetzt so ein paar Punkte, die da doch relativ schwierig waren. Wir haben es am Ende gut hinbekommen, hätten aber wahrscheinlich deutlich schneller sein können, wenn das Objekt, sag ich mal, nicht ganz so sehr vor 20 Jahren stehen geblieben wäre. Ja, cool. Und was steht in Zukunft an? Wie sieht da eure Wachstumsperspektive aus? Ihr habt, glaube ich, jetzt auch noch ein paar andere Spaces, die wir jetzt machen in diesem Jahr noch. Ansonsten suchst du da eigentlich Co-Investoren, Partner? Wie sieht da eure weitere Roadmap aus? Ja, also wir wollen auf jeden Fall weiter wachsen. Im Dezember, Januar rum werden wir den Standort in Darmstadt am Bahnhof eröffnen. Der ist soweit gut unterwegs, sind darüber hinaus gerade in Gesprächen für einen Standort in Stuttgart. Das sieht sehr vielversprechend aus, der dann wahrscheinlich Q1 kommen wird. Und darüber hinaus wollen wir sehr gerne schon möglichst organisch und eher konservativ wachsen, so mit einem Standort pro Quartal, ist jetzt mal so der Plan, über die nächsten Jahre. Das Schöne ist, dass unser Konzept sehr standardisiert funktioniert und wenn wir unser Marktresearch gut machen, können wir also auch relativ sicher sagen, dass wir nach 12 Monaten, Beispiel Gießen, Beispiel Hannover, Beispiel Aachen, in unserem Zielzustand sein werden und mit jedem Standort Cash-Break-Even sind, also profitabel, was, glaube ich, eine ganz, ganz gute Kennzahl ist und das Ganze irgendwie vielleicht auch doch für den einen oder anderen Investor auch spannend machen könnte, der eben sagt, hey, ich will mal schauen, ob ich nicht irgendwie Finanzierungsprojekte finde für eben so, ja, jetzt nicht die klassischen CBD-Neubauprojekte, sondern eben auch die ein oder andere Bestandsimmobilie irgendwo in der einen oder anderen B-Stadt. Das ist genau unser Fokus. Da werden wir uns weiter orientieren. Und ja, wir freuen uns natürlich über Ideen, die uns zugetragen werden, sowohl was Objekte angeht, was Märkte angeht, was Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Da sind wir immer gerne auch offen, mal was Neues auszuprobieren. Dafür sind wir, glaube ich, als mittelständisches deutsches Unternehmen auch flexibel genug, mal Gelegenheiten wahrzunehmen, Dinge auszuprobieren. Und ja, so wie in Gießen, das hätte wahrscheinlich ein WeWork jetzt nicht unbedingt gemacht, wir aber schon. Ja, Corona vielleicht nochmal abschließend, vielleicht da, wie euch das in die Karten spielt oder eher kontraproduktiv ist für euch. Die Tendenz ist schon dazu, dass immer mehr eine flexible Fläche jetzt auch suchen werden, zukünftig wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also klar, war natürlich während Lockdown hat 2 Monate lang keiner was gemacht. Unser Bestandsgeschäft war während der Zeit aber sehr stabil. Also wir haben nur einen sehr geringen Anteil an Kündigungen von Unternehmen, die es halt wirklich voll erwischt hat und mehr oder weniger zumachen mussten. Das ist natürlich nachvollziehbar und verständlich. Aber unser Geschäft ist dennoch stabil geblieben. Also hatten jetzt keine starken Rückgänge oder so. Und wir merken gerade jetzt, dass so zum Ende auch der Sommerzeit die Nachfrage sehr stark anzieht, weil natürlich die Themen Flexibilität, Risikominimierung, gerade bei langfristigen Verträgen, was wir ja voll auflösen können über Laufzeiten von 3 Monaten, die unsere Offices im Schnitt haben. Aber auch so Themen wie Dezentralisierung, Mitarbeiter, Teams mehr verteilen.
aber auch so eine Komponente nochmal vielleicht Mitarbeitern eine Perspektive zu geben, nicht eine lange Pendelstrecke, 40 Kilometer jeden Tag nach Frankfurt oder irgendwo in die Metropole rein pendeln zu müssen, sondern eben auch ein Office in der Nähe des Wohnorts zu haben, dass man tatsächlich auch da irgendwie Pendelstrecken und Lebenszeit einspart. Das sind alles so Dinge, die jetzt im Rahmen auch dieser ganzen New Work-Diskussion, Homeoffice-Diskussion, aber auch Sicherheitsdiskussion im Rahmen von Corona, wie kann ich Teams irgendwie neu strukturieren, uns sehr in die Karten spielen, das muss man sagen. Alles klar, Sebastian, ich glaube, wir sind jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit. Vielen, vielen Dank an die Teilnehmer. Ihr seht nochmal unsere Kontaktdaten eingeblendet. Wir haben natürlich auch noch viele Fragen. Da sind auch Fragen aus dem Publikum, aber wir schaffen es einfach nicht mehr, die aufzugreifen. Daniel@roomhero.de, Sebastian@sleepsup.de. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt, Anknüpfungspunkte seht, kommt einfach auf uns zu. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Vielen, vielen Dank an euch, liebe Teilnehmer. Und vielleicht bis bald. Vielen Dank.